Wieso habe ich denn das Schild nicht mitgenommen, ich Idiot? So. Euch machen wir noch weg. Du gehst mal in Richtung Heimat. Du gehst hier runter. Komm, das nimmst du schnell noch mit. Ja, komm, geh erstmal hier hin. Während ihr das Unterholz durchsucht, findet ihr den geheimen Eingang zur Höhle der Diebe. Ein alter Bekannter klärt euch über alles auf, was seit eurem letzten Besuch geschehen ist. Okay, er hat Erzteufel. Und das ist sogar einer von uns. Assis, Verräter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, was können wir schnell noch... Komm, jetzt... Ich baue das Ding jetzt einfach. Ja, wir haben nur noch 5000 Morgen, aber das ist mir egal. Ich baue es einfach. Jawoll. Boah, ist das dumm. Gut, da brauchen wir jetzt auch erstmal nicht zurückzugehen. Sondern können hier unten in Ruhe weiter erkunden. Aber hier können wir noch was mitnehmen. Das war 16 Kremlins, genau. So, du nimmst das ein. Und folgst ihm hier mal. Ist jetzt hier überhaupt was da? Naja. Ein Kavalier war da, aber... Das kann man, glaube ich, auch vergessen. So, und hier können wir... Dafür können wir hier mal unsere ganzen Einheitengebäude nachbauen. Das ist doch auch schön. Es hat sogar was. So, weg mit euch. Hier ist verfluchter Boden. Will ich dahin? Ohne Stadt. Vor allem eine von uns. So, du nimmst das Zeug ein, was ihr hier liegen lässt. Verdammt. Die Offensive. So, White Moon. White Moon gehört jetzt uns. Aua. So, ich muss jetzt erstmal mich daran gewöhnen, dass ich keinen Zyklopen habe, der mir immer das Tor öffnet. Aber dafür habe ich drei Einheiten, die fliegen können. Und zwei Schützen. Ich glaube, das sollte ganz gut funktionieren. So, sehr gut. Verdammt. Aber das passt schon so. So. Ich kann das beenden, ohne Verluste zu bekommen, glaube ich. Und zwar, indem ich... Der verfluchte Boden verhindert das Aussprechen von Zaubersprüchen. Oh, das zählt auch in der Stadt. Oh, das ist ja fies. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier keine Verluste erleide, aber... Das war doof. Das war übrigens auch doof. Wenn der jetzt nicht sofort stirbt, könnte ich... Nein, er stirbt jetzt. Sehr gut. Verdammt. Gut, das ist jetzt nicht allzu extrem krass, aber ärgerlich trotzdem. So, hier können wir nichts mitnehmen, aber wir können das hier bauen. Einfach nur, damit wir endlich dieses scheiß Zauberbuch haben. So. Du nimmst die Mine ein. Du schaust mal, was es hier noch so gibt. Okay. Wenn es hier nur diesen Altar dieser Feuerwesen gibt, dann scheiß drauf, dann gehe ich hier wieder. Wir könnten jetzt hier noch nach Norden gehen, aber ich glaube, wir gehen erstmal hier zurück zu Cornerstone. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja. Müssen wir jetzt... Ah, verdammt! Ich habe was vergessen. Nein, so ein Scheißtrick. Zurück, Kommando zurück. Ich habe doch ganz vergessen... dass wir den roten Drachen noch abgeben müssen. Warte mal, du kommst ihm hier... Ja, genau. So, passt das. Zack, rote Drachen rüber, damit du dich ein bisschen wehren kannst. Ich glaube, gegen die wird es immer noch nicht reichen, aber... dass du dich ein bisschen wehren kannst. Achso, und was ich noch schauen wollte, da wir jetzt das Portal des Ruhmes haben, kriegen wir hier einen mehr aufgrund dessen... Genau.
Sehr schön. Und wir haben noch gar kein Schloss. Ich Idiot. Gott sei Dank habe ich das gerade mitgekriegt. Wenn man eine externe Behausung hat, bekommt man nämlich noch extra was drauf. Dafür ist nämlich dieses Portal des Ruhmes, was hier einfach so im Wasser schwebt. Weil eine andere Bedeutung hat das zurzeit nicht. Außer, dass wir einen Engel mehr kriegen als alle anderen. So, was kostet eigentlich das hier aufgerüstet? Uiuiui, eine ganze Menge kostet das. So, können wir hier nochmal ranschauen? Teufel. Ja klar, komm, die nehmen wir auch mit. Und dann warte ich hier mal, vielleicht kriegen wir noch was Krasses. Also ich wusste, dass es bei diesen Flüchtlingslagern immer was Gutes gibt, aber pff, das ist echt, das na gut, das ist scheiße. Ich wollte gerade was Fieses sagen, aber ich habe es lieber sein gelassen. So, noch mehr Pegasi. Okay. Dafür brauchen wir 5 Edelsteine und 4 Schwefel. Das muss doch drin sein. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Und 1, 2, 3. Und 1. So. Bam, Junge. Jawoll, Erzengel, willkommen. So, und dann haben wir auch gleich einen Teufel, der uns unsere Garnison hier frei hält, sollte uns irgendwo von irgendwo jemand angreifen, was komplett unverständlich ist, aber unwahrscheinlich, unverständlich auch, aber eher unwahrscheinlich, und dann passt das. So, und ich sehe gerade, wir haben natürlich nicht mitge... Was? 3 Edelsteine kostet 1. Das ist ja eine Frechheit. Das bringt uns 1 Edelstein zusätzlich. Das ist schon mal schön. Wir können es aber nicht bauen, weil Geld. Weil Geld. So, jetzt muss Geld. Yep. Gut, da können wir uns mal den Rest dazu bauen. Du wartest erstmal hier drin, genau. Und jetzt können wir uns... Weil Geld. Scheiße, wieso haben wir so wenig Geld? Ich brauche 15.000, das kriege ich nie zusammen. Jetzt muss ich ja noch warten. Nochmal warten. So eine Kacke. Ja, okay. Jetzt muss ich vor allem noch länger warten, weil ich die roten Drachen mitgenommen habe, ich Horst. Ich bin gerade am darüber nachdenken, ob das vielleicht etwas dumm war, die hier einfach anzugreifen. Weil ich ja 2 rote Drachen habe. Gegen 40 Zombies, das könnte schlecht ausgehen. Na gut, versuchen wir es mal. Okay, es geht auch nicht schlecht aus. Jawoll, sehr schön. Diese dumme KI muss bestraft werden. Lächerlich, jawoll. Yes. Okay, ich nehme alles zurück, was ich zuvor gesagt habe. Das war doch ein Kinderspiel. So, wir warten nochmal einen Tag. Mittlerweile ist schon wieder Tag 4 und wir können immer noch nicht alle Engel bauen. So eine Scheiße. So, aber jetzt... Verdammt. Jetzt können wir alle Engel bauen. Hä? Bin ich dumm? Ach, einer kostet 3 Edelsteine. Einer? Alter. Boah, sind diese scheiß Engel, waren die schon immer so teuer? Waren die in den vorherigen Szenarien auch so teuer? Boah, das nervt ja. Ja, komm, geht weg. Jetzt muss ich immer noch einen Tag warten. Nein, halt, jetzt kann ich wieder tauschen. Die sind bewacht von vielen Königsreifen. Da gehe ich ganz bestimmt nicht ran. So, jetzt kann ich endlich jedes scheiß Engel bauen. Boah.
Das war ja mal ein Weg. Zack, zack. So, jetzt muss ich immer ein bisschen taktisch lenken. Die campen dahin. Die Engel können überall hinfliegen. Ja, so sollte das irgendwie passen. Und... Halt, hier liegt noch was. Steine. Nee, auf die können wir verzichten. Oh, fuck. Wo war das? Hier. Oh, fuck. Adelaide. Adelaide. Das ist dumm. Das snacke ich dir das erstmal weg. Ist mein Ziel eigentlich nur, Stedwick einzunehmen? Zu gewinnen müsst ihr die Stadt Stedwick einnehmen. Oh, gern würde ich es tun, aber nein. Ich habe so einen dummen Moralkodex. So, ich denke jetzt einfach mal rotzfrech, dass die mich schon nicht angreifen werden. Scheiße, er kommt direkt auf mich zu. Okay. Ich denke jetzt mal rotzfrech, der wird mich sicherlich angreifen und mir alles wegnehmen. Und mein einer Teufel kann da auch nichts dagegen machen. Hier ist eine Inferno. Oh, sehr schön. Dann nehme ich ihre Stadt weg. Das ist natürlich noch besser. Und Königsgreifenwachstum, das ist natürlich noch viel besser. So, wir bauen. 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 Warten. Und bauen hier noch. Oh, mir fehlt schon wieder am Geld. Ah. Aha, immer noch. Nein, halt jetzt nicht, aber ich muss noch in der anderen was bauen. So. Eins geht. Runter mit dir, runter mit dir, runter mit dir und ihr zusammen und du so und da und das passt schon und los. Attacke dich nehme ich jetzt weg. Und ich komme sicherlich... Doch, ich komme in einem Zug hier rein. Sehr gut. Und ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, hier muss ich davon fliehen. Weil ich Idiot nicht an die Burgverteidigung gedacht habe. Aua. Au. 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 Ach komm, wir geben unser Bestes. Wir sterben in Ehre. Okay, das war's. Nein, sie müssen noch zweimal gegen diese bescheuerte... gegen dieses Katapult schießen. Verdammt, jetzt sind unsere Drachen weg. Und dieser Schwefelhaufen, den ich komplett übersehen habe. Und der geht wirklich geraden Weges auf unsere Burg hier unten zu. Und der wird uns die auch wegnehmen. Nein, er kommt uns entgegen. Ja, er geht nochmal zur Diebesgilde, um zu checken, wie stark wir sind. So ein Idiot. Unser Engel schneller, unser Engel schneller, unser Engel schneller. Yes. Segen auf unsere Schützen. Und dann müssten wir... Hast Engel, hast Teufel. Wir müssten doppelten Schaden gegen diese Tricks Teufel anrichten. Wir versuchen es mal. Drei gehen drauf, das klingt gut. Arschloch. So, dafür ist er jetzt weg. Aber ich glaube, das wird auch nicht jedes Engel hier überleben. Aber wie schlecht das ist, hier ohne Eile kämpfen zu müssen. Jetzt wird ein Engel sterben, ja. Die Schützen sollten wir vielleicht mal... Ach, das ist hier ärgerlich. Da habe ich gar nicht dran gedacht, an diese hässliche Fähigkeit. Was war das denn? Okay, du wartest erstmal. Boah, an diese hässliche Fähigkeit habe ich auch nicht gedacht. Yes! Boah, ich habe extra darauf spekuliert und es passiert wirklich. Das war schön. So. Ja, hat der zweite jetzt nichts angerichtet oder war das irgendwie, sah das komisch aus einfach nur? Sie gehen auf dich.
So. Ach, du dummes Arschloch. Und jetzt hau der noch ab. Oh. Das war richtig eklig. Oh ja. So, die Burg hier haben wir erstmal gerettet, aber wir werden jetzt trotzdem den Weg hier hochgehen und mal die Burg noch einnehmen. In der Zwischenzeit können wir hier einen neuen Helden bauen.